Hallo bei Daddy Vintage, das ist ein Kanal für Toys, Movies und Reviews. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, es hatte gesundheitliche Gründe, ich hatte eine Zahn-OP. Ich wollte ja unbedingt was zur Arnold Schwarzenegger-Serie Fubar machen. Und wie mir diese 8 Folgen gefallen haben, und ich muss sagen, teilweise war es ganz schön anstrengend, sage ich euch, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. The power of the dark side, 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 side. Für mich sind ja Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis die größten Actionhelden aller Zeiten. Und genau genommen sind sogar Stallone und Schwarzenegger meine Favoriten. Umso mehr war ich überrascht, als ich gehört habe, dass ja auch Sylvester Stallone eine eigene Serie macht, Tulsa King, konnte ich mir ja gar nichts drüber vorstellen. Und trotzdem ist diese Serie zu meiner absoluten Lieblingsserie 2023 geworden. Was ich von der Serie gehalten habe, das werde ich euch hier verlinken. Und dann kam es ja sogar noch besser. Arnold Schwarzenegger hat eine eigene Serie bekommen. Auf Netflix 8 Teile. So konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Unter dem Namen Fubar auch schon gar nicht. Musste ich erstmal nachgucken, ja, was heißt denn überhaupt, was bedeutet überhaupt der Name Fubar? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wikipedia und das Internet verrät uns, es kommt aus dem Militärischen. So Zweiter Weltkrieg oder danach und heißt übersetzt ungefähr Fucked up beyond all recognition, was so viel heißt wie nicht wiederzuerkennen. Und das wurde in 2 verschiedenen Zusammenhängen benutzt. Einmal, wenn Verwundete so schwer waren, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Hört sich ganz schön grausam an. Und das andere, wenn irgendwie Ausrüstung aus der Schlacht zurückgekommen ist und so demoliert oder zerlöchert war, dass man sie auch nicht mehr benutzen konnte. Und deshalb ist so die Grundbedeutung eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Also man schickt irgendwie, ich sag mal, ein gepanzertes Fahrzeug in die Schlacht, das kommt total zerlöchert, wird zurückgeschleppt und man kann es eigentlich nicht mehr gebrauchen. Das ist dann Fubar sozusagen. Damit ist jetzt erstmal der Name geklärt, wieso die Serie überhaupt so heißt. Ja, jetzt ist es ganz interessant, welche Schiene schlägt sozusagen die Schwarzenegger-Serie ein. Und das ist ja so eine Comedy-Action-Serie. Und da wäre ich nämlich gleich beim Kritikpunkt Nummer 1, obwohl ich ein super Schwarzenegger-Fan bin. Diese Witze waren einfach zu flach und zu primitiv und unglaubwürdig. Es ist ja so, dass Arnold Schwarzenegger spielt einen CIA-Agenten, der ungefähr 65 Jahre sein soll, also ungefähr 10 Jahre jünger als im echten Leben. Und er steht sozusagen kurz vor der Rente, hat, ich glaube, 2 Kinder und hat seiner Familie die ganze Zeit vorgemacht, dass er irgendwelche Sportgeräte verkauft und da als Vertreter unterwegs ist. Und nun bekommt er einen Auftrag. Und was passiert? Er trifft irgendwo in Südamerika, ist das, glaube ich, auf seine Tochter, die ebenfalls als CIA-Agentin arbeitet. Die Tochter wusste nichts von ihm, er wusste nichts von der Tochter. Und dann ist die ganze Zeit immer so ein Schlagabtausch zwischen ihm und seiner Tochter und die restliche Familie darf nichts wissen. Was bei der ganzen Sache stört, dieses ganze CIA-Team. Da werden auf einmal Leute, die nur hinterm Computer sitzen, auf einmal ins Feld geschickt, zum Auslandseinsatz da an die Front, obwohl die praktisch nur ihr Leben lang im Büro gehockt haben. Eher mit 65 da noch total fit dabei, alle möglichen Leute umzulegen. Dieser ganze flache Humor immer mit seiner Schwester, mit seiner Tochter hin und her. Ich muss sagen, 8 Folgen
Und ich habe schon nach ein oder zwei Folgen die Befürchtung gehabt, dass ich es nicht schaffe, bis zu Ende zu gucken. Ich habe es dann zum Glück gemacht, weil ich euch ja die ganze Serie als Review präsentieren wollte. Und ich muss sagen, an diesen flachen, schlechten, primitiven Humor gewöhnt man sich. Und irgendwann fängt man doch mal an zu lachen. Also die Serie ist zum Ende hin ein Tick besser geworden. Ohne zu viel zu spoilern, sie lässt auch ein Ende zu, dass eine zweite Staffel möglich ist. Aber es ist eben wirklich dieses Zusammenspiel. Dieser eine CIA-Agent ist eher so ein Typ, als ob er aus einem Cool Water-Werbespot kommt. Diese eine Agentin ist so etwas überzogen. Es ist so eine, ich sag mal, etwas unsportlich aussehende Frau, die auf Frauen steht. Und dann werden die ganze Zeit auch so Sprüche unter der Gürtellinie. Und sie macht jetzt auch nicht den Eindruck, als ob sie mit ihrem Körperformat irgendwie für Kampfeinsätze ausgebildet ist. Und es ist teilweise wirklich primitivster Humor unter der Gürtellinie. Es ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich fand Arnold Schwarzenegger überhaupt nicht witzig. Ich habe manchmal gehofft, dass wirklich ein Teammitglied da mal eine Kugel im Kopf kriegt, aber leider sind die Kugeln nur da eingeschlagen, wo es nicht tödlich war. Und der ganze Plot ist überhaupt da drin, dass dieses Zusammenspiel zwischen Schwarzenegger und seiner Tochter und dass es einen internationalen Verbrecher gibt, der sich auch saublöd anstellt, der eine schmutzige Bombe oder Nuklearwaffe herstellen möchte und die dann verkaufen möchte. Und das soll jedes Mal verhindert werden, aber weil Schwarzenegger ihn schon als Kind kennt, knallt er ihn auch nicht gleich bei erstbester Gelegenheit ab. Und dieses ganze Hin und Her eben bis zum Showdown ist teilweise ganz schön Quälerei. Ich sage trotzdem, weil ich Schwarzenegger-Fan bin, Daumen Mitte. Wenn man es mit Tulsa King vergleicht, obwohl man es eigentlich gar nicht vergleichen kann, die Stallone-Serie ist 100-mal besser. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, habt ihr alle 8 Folgen von Fubar gesehen? Wie hat euch die Serie gefallen? Konntet ihr über den Humor lachen? Oder war der Humor so anstrengend, dass ihr zwischendurch ausgemacht habt? Würde mich freuen. Seid bitte nicht so streng. Trotzdem Daumen nach oben, gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Daddy Vintage.